Und hallihallo, liebe Leute. Ich bin Akumi21, mach Songs, Let's Plays und Crazy Talk Videos. Ja, heute geht's endlich mal wieder weiter mit Detroit Become Human. Bestimmt schon, fast 2 Wochen oder so her. Oder so genau 2 Wochen. Und ja. Es gab eine längere Pause von mir. Einfach mal nicht ganz so Lust, sage ich mal. Weil ich brauchte anscheinend eine kleine längere Pause. Doch jetzt bin ich wieder back. In späteren Zeitpunkten im Prinzip erst back, als ich eigentlich vorhatte, am Dienstag eigentlich schon back zu sein. So ist es heute Freitag. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Scheinbar schon. Okay, dann gucken wir doch mal. Wir sollen scannen und Lieutenant Anderson finden, okay. Dann gucken wir doch mal. Die guten Knaben können wir scannen. Negativ, Dempsey Edwards. Geboren 8.12.1995. Administrator. Vorstrafen keine, okay. Den Kollegen können wir bestimmt auch scannen. Jo. Negativ. Myers Derrick. Geboren 7.5.1989. Sicherheitsbeamter. Vorstrafen keine. Okay. Und den Kollegen? Gesicht nicht erkannt. Ziel abgebrannt. Okay. Negativ, Christopher, geboren 18.06.1983, arbeitslos, Vorstrafen, Alkohol und Drogen am Steuer. Oh, Alter. Was ist dein Problem? Nix, wieso? No. Gesicht nicht erkannt, Ah, du, Kollege. Negativ, Johann Kim, geboren 10.11.1999, Auslieferungsfahrer, zurzeit arbeitslos, Vorstrafen, häusliche Gewalt, oha, häusliche Gewalt, nicht so gut, den Kollegen hatten wir noch nicht. Negativ, Graham Jonah. Geboren 9.12.1987. Arbeitslos. Vorstrafen keine. Clean. Der ist definitiv clean. Okay. Hab ich mir gedacht. Jo. Und du, Kollege? Ah, jetzt. McRae Samuel. Geboren 10.04.2012. Hafenarbeiter. Vorstrafen keine. Okay. 2012. Ja, das Spiel spielt ja, glaube ich. Also, ich glaube, wo war das? Ich glaube, im Jahr 2038 oder so. Glaube ich. Da wollte ich jetzt nicht rein, aber okay. Er braucht eine Freundin. Unser Android Connor hier oder was? What the fuck? Hier scheint jetzt nichts Interessantes zu geben, okay. Hier ist noch einer. Wir scannen einfach alle. Bis auf den einen, wo es halt weiß, dass es Lieutenant ist. Negativ, Ward Dennis, geboren 11.06.1982, Buchhalter, zurzeit arbeitslos, Vorstrafen, Betäubungsmittelverkauf, oha.
Zeig mir dein Gesicht, Baby. Geht doch. Negativ. Robert Squiss. Geboren 16.05.1998. Arbeitslos. Vorstrafen keine. Okay. Und jetzt zu der goldenen Stunde. Positiv. Lieutenant Anderson Hank. Okay. Geboren 6.09.1985. Polizeilieutenant. Vorstrafen keine. Ist ja klar. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauch keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastikarschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Na gut, gib mir einen Drink. Wieso nicht? Wissen Sie was? Ich spendiere Ihnen einen für unterwegs. Was sagen Sie? Barkeeper, nochmal das Gleiche, bitte. Siehst du das Gym-Wunder der Technik? Mach ihn doppelt. Sagtest du Tötungsdelikt? Jo. Dann wird jetzt... Oha. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ganz wie Sie wollen, Lieutenant. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Oh Mann. So ein Scheiß, ganz wie ich will. Josh Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Haben Sie was typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von Bleib im Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg. Kapiert? Verstanden. Guten Abend, Hank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So. Du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank! War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Puh, bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel.
Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauch mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Beweisstücke suchen, also überprüfen. Den Tatort untersuchen. Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Keine Fingerabdrücke. Android beteiligt? Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund. Verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Getrocknetes Blut. DNS-Analyse und Carlos Ortiz, okay? Das ging schnell weg. Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Kollege, bleib da mal. Mann, okay. Getrocknetes Blut, 19 Tage. Ach du Scheiße. Okay. Red Ice. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Nix am Start. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Eden Club. Interessant. Wird erledigt, Lieutenant. Hey Mike, bist du fertig mit dem... Okay. Nochmal ein Beweisstück. Da war doch was. Okay, mal gucken, ob was draußen ist. Schuhabdruck, Modell, okay. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Verdächtiger ist nicht auch mit diesem Weg entkommen, sozusagen, okay? Okay. Was haben wir noch Schönes? Untersuchen, was? Fingerabdrücke, okay. Zeichen eines Kampfes, okay. Da ist auch noch was. Fingerabdrücke, Carlos Ortiz. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Okay. Grund, heftiger Aufprall. Spuren von Thirium. Okay. Rekonstruieren. Okay. Abweichler nahm ein Messer. Oh. Abweichler wurde angegriffen. Emotionaler Schock. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen zu zurück. Hier ging das langsam los. Alter. Der Carlos ist doch krank. Alter.
Ich meine, das ist ein Android. Der kann einen Arm noch kaputt schlagen oder so. Und ich glaube jetzt gleich in dem Moment, wo der so an der Theke knallt, an der Küchentheke, sieht er das Messer und denkt, das ist meine Chance. Jetzt kann ich mich verteidigen. Ja, definitiv. Ja. Das war ein guter Schnitt. Voll gegen den Arm, glaube ich. Okay, 7 Beweise haben wir schon mal. Da ist auch noch was. Zwanghaftes Schreiben. Okay. Interessant. Religiöse Opfergabe? Für Leute, die sich hier auf jeden Fall mein Video bis hierhin schon anschauen, ich lade jetzt neuerdings seit Anfang der Woche meine Let's Plays auch bei Dailymotion hoch. Also ihr könnt gerne auch bei Dailymotion mal reinschauen, ne? Bei Dailymotion? Ja, mach mal hin, wir wollen ja nicht übernachten. Keine Sorge, hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Bei Dailymotion bin ich auch am Start. Apropos, da ist was. Achso, bitte was zum Lesen, Leute. Okay. Dann lasst's mal so und dann Seite. So. Seite 2. So, dann gehen wir nächste Seite. So, falls ihr gerade gestoppt habt, um das zu lesen, das war jetzt alles. Okay, da war noch was da. Weiter. Ich bin noch nicht fertig. Wir müssen das Opfer. Noch untersuchen. Analysieren. Normale Buchstaben. Schriftart Cyberlife. Sans. Okay. Innere Blutung. 28 Messerstiche. Vor mehr als 19 Tagen verstorben. Fingerabdrücke. Wet Eyes. Aceton, Lithium, Thirium, Toluol, Salzsäure. Okay. Da hatten wir schon. Verstorben. Carlos Ortiz. Größe 1,68. Gewicht 130 Kilogramm. Alter, 130 Kilogramm für 1,68. Geschätzter Todeszeitpunkt circa 23.30 Uhr. Okay. Rekonstruieren. Opfer stürzte hier. Opfer wurde erstochen. Sie kamen aus der Küche. Okay. Dann schauen wir uns mal gerade an. Wie vorhin.
Alter, vorhin hat er sich erst nur verteidigt und er geht ja trotzdem mit dem Binnen auch weiter einstechen. Alter. Opfer stürzte hier. Schmeißt danach sozusagen hin. Alter. Alter, krank. Da ging die Emotion aber richtig so, wie hoch, wie vor Wut, Alter. Krass. Und das für ein Roboter? Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Haben wir alles? Ein Beweis fehlt noch. Ich glaube, der ist hier. Ja. Red Eyes. Ah ja, wo wir auch beim Carlos gesehen haben. Opfern an Drogen. Okay, wir haben alles. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz Ohr. Alles begann. In der Küche. In der Küche. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Das Opfer stach auf den Androiden ein. Nee. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... ins Wohnzimmer. Ins Wohnzimmer. Dem Androiden entkommen. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Okay, Tyrium. Jetzt müssen wir nach Tyrium suchen, um den Android zu finden. Beziehungsweise Eis ausfindig zu machen. Ist klar, dass da drüben Tyrium ist, wo der verletzt wurde. Aber da kann er sich ja nicht verstecken. Warte mal. Da ist Tyrium. Da auf jeden Fall nix. Hier. Leiter wurde benutzt, okay. Das heißt, die Leiter muss oben sein. Dachboden. Spuren führen auf den Dachboden, okay. Finde etwas zum Klettern.
Ich würde sagen, direkt mal einen Stuhl. Let's go. Hey, 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 was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, dann überprüf mal schön. Let's go. Alter, steht er da schon? Alter! Okay. Weiter. Einfach nur eine Puppe, ey. Da ist der. Wo gehst du nicht schneller eigentlich? Na gut. Abweichler lokalisiert. Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach du Scheiße! Chris! Ben! Schwingt sofort eure Ärsche hier ein! Na los! Alter Schwede, krass, da haben wir den gefunden. Aber dass man da nicht selber entscheiden kann, verrät man ihn oder nicht, dass sie da sowas nicht eingebaut haben. Eigentlich schade. Aber ich denke mal, vielleicht extra nicht eingebaut. Weil man ihn vielleicht dann sonst auch nicht verhören kann. Das wäre. Und mit Connor auch mal das allererste Verhör wahrscheinlich dann zu erleben und selber zu spielen, ist dann natürlich auch mal auch schon was sehr Besonderes. Guck mal doch mal die weltweite Statistiken an. Haben wir das letzte Mal gar nicht geschaut gehabt. 93% hat gefunden, also passt. Schauen wir da einfach mal an, was die meisten Leute gefunden haben, was die meisten Leute vielleicht nicht gefunden haben. Ihm noch einen Twink holen, haben jetzt nicht ganz so sehr alle gemacht, aber 77% ist ja trotzdem viel. Gesichtsscan an Kunden, ja, habe ich dann alle gemacht. Jimmy's Bar betreten. Dann machen wir weiter und dann machen wir erstmal einen Cut, Leute. Einen schönen Cut. Denn wir nehmen jetzt schon genau 30 Minuten auf und ich würde sagen, das war's dann erstmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Ich bin jetzt erstmal wieder nach der etwas kleinen, längeren Pause wieder da, wieder back. Und es geht wieder, wie gehabt, weiter. Und ich bin nicht nur back bei YouTube, sondern nach 2 Jahren auch wieder back bei Dailymotion. Dailymotion, warum war ich da weg vor 2 Jahren? Das war mir erst einmal zu blöd, glaube ich, gewesen, dass es nur
zwei Videos oder so, zwei, drei Videos nur am Tag hochladen konnte. Wenn man zum Beispiel alte Videos auch noch mit hochladen wollte. Und jetzt haben wir da was geändert. Man kann sogar 10 Videos jetzt am Tag hochladen. Das passt schon besser. Und daher bin ich da auch wieder weg. So Leute, ich bin raus. Bis dann. Euer Kumsi 21. Yeah.